finde, das war eine tolle Leistung unserer Fußballnationalmannschaft gegen Schweden. Ein Unentschieden gegen einen starken Gegner und es stand sogar schon 4:0. Also ein Grund, stolz zu sein. Stattdessen wird das wieder bemängelt und runtergeputzt. Wenn die Halbzeiten andersherum gewesen wären, hätten alle gejubelt wegen der sagenhaften Steigerung und der Wendung einer scheinbar aussichtslosen Situation. Das wäre das Wunder, von wo immer das gewesen ist, gewesen. Man registriert eben immer nur die Hälfte. Morgen geht's weiter.